Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du ihn gefunden hast. Heute spreche ich über die größten Fehler, die du beim Mikroneedling machen kannst. Mikroneedling ist einer meiner Lieblings-Beauty-Behandlungen, weil diese Technik sehr effektiv ist und man sehr schnelle Ergebnisse sieht. Durch die Mikroverletzungen, die wir der Haut zufügen, wird die Regeneration der Haut angeregt. So können wir Falten, Grobporigkeit, Pigmentflecken, Narben und Dehnungsstreifen bekämpfen. Doch es gibt einige Punkte, die du beachten solltest, damit du eine sichere Behandlung durchführen kannst. Wie du diese Behandlung machst, zeige ich dir im nächsten Video, also abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um es nicht zu verpassen. Wie bei jeder intensiven Beauty-Behandlung gibt es einige Kontraindikationen. Also solltest du dich in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit befinden, verzichte auf die Behandlung. Ebenso, wenn du Medikamente einnimmst, die blutverdünnend sind oder du unter Geringungsstörungen leidest. Auch bei Psoriasis oder Diabetes solltest du vorsichtig sein. Bei Hautkrebs darfst du natürlich diese Behandlung auch nicht machen. Auch ein Problem ist es, wenn du akute Entzündungen hast, wie zum Beispiel bei Akne, das könnte sich durch eine Schmierinfektion ausbreiten oder auch akuter Herpes. Auch Pilzinfektionen gehören zu den Kontraindikationen. Einer der wichtigsten Punkte ist die Hygiene. Das ist für diese Behandlung eigentlich das Allerwichtigste. Das heißt, bevor du die Behandlung anfängst, muss deine Haut ordentlich gereinigt werden und desinfiziert. Auch ganz wichtig ist es, dass der Needling-Kopf nur ein einziges Mal verwendet wird. Auf keinen Fall darfst du diesen Needling-Kopf desinfizieren oder abkochen. Ich habe so einige YouTube-Videos gesehen. Das ist falsch. Dadurch werden die Nadel stumpf und die Behandlung wird nicht gut und es ist für dich gefährlich. Also bitte verwende jedes Mal einen neuen Needling-Kopf und bitte auf keinen Fall, wenn du einen benutzen hast, dass du das für eine andere Person verwendest. Schmeiß ihn weg, die kosten auch nicht viel. Deswegen bitte nur ein einziges Mal verwenden. In den meisten Fällen nimmt man ein Hyaluronserum, um zu needeln, damit eben die Nadeln besser gleiten und man kann auch das Hyaluron tiefer in die Haut einschleusen. Aber nicht jedes Präparat ist dafür geeignet. Ich habe so einige Videos gesehen und auch bei einigen Kolleginnen und ich habe wirklich da Horrorgeschichten gehört von Ampullen, die Konservierungsstoffe, Duftstoffe oder sonst was enthalten, bis sogar zu Nivea. Die einzigen zwei Präparate, die ich kenne, die frei verkäuflich sind und es dazu Studien gibt, sind zwei von SkinCeuticals, einmal das Hydrating B5 und das C-Ferulic. Da muss man allerdings etwas vorsichtiger sein. Nicht jeder verträgt das. Ich zum Beispiel kriege Entzündungen. Deswegen würde ich dir raten, bevor du es verwendest, erstmal es ohne zum Needeln anwendest und wenn du da Entzündungen bekommst, dann weißt du, dass du dieses Präparat nicht verträgst. Es hat beides Vor- und Nachteile. Das C-Ferulic brennt zwar ein wenig mehr während des Needelns, die Hautregeneration ist definitiv schneller und man hat echt tolle Anti-Aging-Ergebnisse. Das Hyaluronserum verträgt jeder, also das Hydrating B5, und man hat auch gute Ergebnisse. Für mich reicht es vollkommen aus und ich weiß, wenn ich jemanden dazu rate, sich selbst zu needeln, dann rate ich immer dazu, das Hydrating B5 zu nehmen. Da ist man auf der sicheren Seite. Wichtig ist es, wenn du das Serum anwendest, dass die Pipette nicht an deiner Haut drankommt. Wie gesagt, Hygiene hat oberste Priorität bei dieser Behandlung. Um gute Ergebnisse zu bekommen nach der Behandlung, ist es wichtig, seine Haut natürlich optimal zu pflegen. Verwende ein beruhigendes Serum und eine Creme, die deine Hautbarriere wieder aufbaut. Ich selbst verwende immer das AR-Serum. Das habe ich ja hier schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Und meine BR-Creme. Das sind für mich die Produkte, die am besten funktionieren. Ein kleiner Tipp von mir, nach der Behandlung ist es der optimale Zeitpunkt, um eine Ampullenkur zu starten. Wie du das machst, verlinke ich dir unten. Dazu habe ich nämlich ein Video gemacht. Bitte schau dir es gerne an, denn durch die Kombination, durchs Mikroneedling und die Ampullenkur hast du auf jeden Fall ein sehr tolles Ergebnis und ein sehr schnelles Ergebnis. Mach es so, dass du dich needelst, 2 Wochen lang die Ampullenkur machst, dann needelst du dich wieder und führst deine Ampullenkur fort. Alle Produkte, die du
für deine Needling-Behandlung brauchst, wirst du unten in der Infobox finden. Es gibt teure Needling-Geräte. Ich habe schon mit ganz vielen gearbeitet und es gibt auch günstigere. Ich habe ein etwas älteres Modell, aber es reicht mir vollkommen aus und es ist auch richtig gut. Aber eins solltet ihr auf keinen Fall machen, euch Needling-Roller besorgen. Diese Dinger kann man nur ein einziges Mal verwenden. Beim Abkochen oder Desinfizieren werden die Nadeln stumpf und damit wird das Gerät unbrauchbar. Was ebenso fatal ist, dass das Gewicht ausgeglichen wird und dass die Nadeln gar nicht so tief in die Haut einstechen können. Guck mal, ich kann ihn auch so wirklich so anfassen. Piekst leicht, aber es geht nichts in die Haut rein. Und wenn es dann in die Haut eindringen würde, würde es die Haut aufreißen. Beim Needling Pen werden die Nadel gerade in die Haut geschossen. Durch die Maschine natürlich ist das mechanisch. Hiermit muss man natürlich über die Haut fahren. Und während man es tut, dringt die Nadel ein und reißt die Haut auf. Das ist nicht das, was wir wollen. Also schmeißt diese Dinger weg. So, das war's von mir. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Falls du Fragen haben solltest, stell sie mir natürlich unten in die Kommentare. Wenn du mehr von mir wissen willst, schau auf Instagram vorbei. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal.